Ja, hallihallöchen, liebe Leute, da sind wir mal wieder bei Black Mirror. Ja, wir haben ja schon ein paar nette Sachen hier erlebt. Zum Beispiel einen blutigen Häcksler, der plötzlich wieder sauber war. Und ich glaube nicht, dass Henry das so schnell gedeichselt hat. Also ist halt die große Frage, war das Einbildung oder versucht jemand, den guten Samuel wahnsinnig zu machen? Ja, mal gucken. Ach, ein Briefkasten. Schauen wir auch mal rein. Hier wird unsere Post eingeworfen. Jedenfalls war es früher so. Er ist leer. Okay, dann brauchen wir ihn nicht. Dann gehen wir doch mal zum Stall. Da waren wir auch noch nicht. Ui. Hier ist scheinbar der Ort gewesen, wo William in den Tod gestürzt ist. Dies ist die Stelle, an der William seinen letzten Atemzug nahm. Ich gehe erst, wenn ich die Wahrheit herausgefunden habe. Da ist doch was an der Wand. Aber scheinbar nichts, was er ansehen kann. Ah, ey, das fällt doch auf. Na gut, Samuel scheint es nicht aufzufallen. Okay, Morris. Mein Name ist Samuel Gordon. Sie sind Morris, der Stallknecht, nicht wahr? Ja, Sir. Ich weiß, wer Sie sind. Bates hat mir von Ihnen erzählt. Ich habe eine Frage an Sie, Morris. Ja, sogar sehr viele Fragen. Was können Sie mir über Bates erzählen? Was wollen Sie über ihn wissen? Nun, ich weiß es nicht genau. Er ist anders als früher. Mir kommt er so vor wie immer. Der gleiche alte, hochnäsige Trübsalbläser. Früher war er nicht so. Das ist möglich. Ich kenne ihn ja erst, seit ich hier arbeite. Wie lange arbeiten Sie denn hier? Fast 5 Jahre. Wow, das ist doch mal was. Morris, wie war Ihr Verhältnis zu Sir William? Naja, wie das zwischen einem Stallknecht und einem Pferdebesitzer. Okay, schätze ich. In der ganzen Zeit, in der ich hier arbeite, hat er nur ein paar Sätze mit mir gesprochen. Ich meine, ich habe ihn nur selten gesehen. Ich verstehe. Morris, Sie wohnen gleich neben dem alten Flügel. Können Sie von Ihrem Zimmer aus den alten Turm sehen? Was meinen Sie damit? Ich gehe da nie hin. Wer hat Ihnen das erzählt? Das war dieser alte Säufer, oder? Es war nur eine Frage. Warum regen Sie sich so auf? Ich wusste, dass dieser Bastard über mich Tratsch verbreitet. Glauben Sie ihm bloß kein Wort, Sir. Wenn er besoffen ist, redet er Mist. Sicher. Aber Sie waren doch im alten Flügel, nicht wahr? Ja, aber nur aus Neugier. Ich habe sonst keinen Grund, dahin zu gehen. Außerdem ist es unheimlich. Was meinen Sie damit? Naja, ich habe da einfach so ein ungutes Gefühl. In diesen alten, klammen Mauern habe ich immer das Gefühl, als würde ich von etwas beobachtet werden, was älter ist als die Jahrhunderte. Und diese Stille. Es ist einfach unheimlich dort. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich da nicht arbeiten muss. Der Gärtner. Wie ist er so? Henry? Ein ruhiger Typ, würde ich sagen. Jedenfalls, solange er nüchtern ist. Sie wissen, was ich meine. Ich wusste nicht, dass er trinkt. Und ob, Sir. Manchmal schließt er sich in sein Zimmer ein und betrinkt sich bis zum Umfallen. Er sitzt einfach da, starrt ins Leere und trinkt. Ist doch ziemlich seltsam, oder? In der Tat. Auf mich wirkt er nicht wie ein Säufer. Nun, Sie können es mir glauben. Außerdem werden Sie es bestimmt mal mit eigenen Augen erleben. Morris, sehen Sie hier. Kennen Sie diesen Mann? Ich glaube nicht. Den habe ich hier noch nie gesehen. Okay, danke. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Die Säcke da sind voller trockenem Heu.
Sie sollten in den Stall gebracht werden, bevor es regnet. Okay, das sollten wir wahrscheinlich Morris sagen. Ich überlasse ihn seiner Arbeit. Okay, dann nicht. Dann ab in den Stall mit uns. Den Schalter, naja, den brauchen wir bestimmt nicht. Aber den Eimer vielleicht? Wasser für die Pferde. Okay, dann nicht. Er ist rostig, aber er funktioniert. Das ist doch besser als nicht. Ah, ein Hammer. Ich muss nichts reparieren. Ja, ich erinnere mich langsam. Nägel, Schrauben, nichts, was ich gebrauchen kann. Ja, der gute Samuel muss erst wissen, wofür er was braucht, bevor er es mitnimmt. Oh. Ja. Schade, hier kann man nicht einfach alles einsammeln und dann gucken, was braucht man jetzt von dem Zeug. Hier muss man erst herausfinden, wofür man es braucht. Gehen wir mal in den Dachboden. Die Tür ist abgeschlossen. Mal schauen, wird das schon ausreichen, damit er weiß, er braucht den Schlüssel für den Dachboden. Das ist ja nämlich auch immer eine Frage, ab wann weiß er, wann er es braucht oder nicht. Ach, da ist doch Bates, der alte Gauner. Ich freue mich über Ihre Rückkehr, Sir. Wir haben Ihr Zimmer nicht angerührt. Es ist alles so geblieben wie damals, als Sie weggingen. Sehr schön, danke. Falls aufgeräumt werden sollte oder sonst irgendetwas, sagen Sie es mir einfach. Das wird nicht nötig sein. Alles ging so schnell. Ich hatte keine Zeit, meinen Besuch anzukündigen. Es wäre mir eine Freude, Ihnen wie auch immer zu helfen. Danke, ich komme zurecht. Brauchen Sie sonst noch etwas, Sir? Immer doch. Ich habe mit Robert gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht sehr gut geht. Das liegt vermutlich an seinen Verpflichtungen in Ashbury. In letzter Zeit kommt er mir oft erschöpft vor. Er verbringt immer mehr Zeit mit seiner Arbeit. Oft bleibt er sogar über Nacht dort. Wenn er abends heimkommt, sperrt er sich in sein Arbeitszimmer ein und arbeitet bis spät in die Nacht. Er lässt nicht einmal mich herein. Vermutlich will er einfach nicht gestört werden. Vielleicht, aber das hat er früher nicht getan. Ich spreche nochmal mit ihm. In Ordnung, Sir. Sehr eigenartig. Ich habe den Eindruck, dass sich hier seit meinem Weggang nichts verändert hat. So viele Jahre sind vergangen. Aber es kommt mir vor, als wäre es erst einen Monat her. Die gleiche Landschaft, das gleiche Wetter. Als ob die Zeit an diesem Ort stehen geblieben wäre. Sir, in Ihrer Abwesenheit hat sich vieles verändert. Glauben Sie mir, nichts ist so, wie es war. Wir alle werden alt und alles um uns herum ebenfalls. Ich bin seit meiner Jugend hier im Dienst und ich weiß sehr gut, wie man sich durch diesen Ort verändert. Während der letzten Monate ist es Tag für Tag schlimmer geworden. Es war, als ob das Dunkel in den alten Mauern dieses Schlosses allmählich von uns Besitz ergreifen würde. Vielleicht haben Sie recht. Auch ich fühle mich nicht gerade wohl innerhalb dieser Mauern. Sie wecken in mir Erinnerungen, die ich lieber vergessen wollte. Sie haben etwas Seltsames und Finsteres an sich. Und diese trostlose Stille. Bates, können Sie bitte den Kamin in meinem Zimmer anzünden? Es ist recht kalt dort. Oh, entschuldigen Sie diesen alten Butler, Sir. Das hatte ich völlig vergessen. Ich zünde Ihnen gern den Kamin an. Und wenn das Zimmer gründlich gereinigt werden soll, sagen Sie es bitte. Es stand über 12 Jahre lang leer und ein oberflächliches Aufräumen genügt nicht. Nein, das Zimmer ist in Ordnung. Danke. Gern geschehen, Sir. Ich brauche den Schlüssel vom Dachboden.
Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er hängt in der Küche, gleich neben der Kellertür. Sie können ihn nicht übersehen. Spar. Ich brauche den Schlüssel nachher selber. Können Sie ihn später wieder dorthin hängen, Sir? Natürlich. Ich bringe ihn wieder zurück. Danke. Bates, es mag Ihnen seltsam erscheinen, aber ich möchte die genaue Stelle sehen, an der William starb. Oh. Aber warum, Sir? Ich habe meine Gründe. Na gut. Wenn Sie darauf bestehen, folgen Sie mir. Da waren wir doch schon. Hier ist das furchtbare Geschehen. Bitte verlangen Sie nicht von mir, es Ihnen zu beschreiben. Ich habe dem Inspektor bereits alles gesagt und ich möchte nicht... Nein, ist schon in Ordnung, Bates. Warum denn das alles, Sir? Ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Ich weiß nur nicht, was. Ist Ihnen hier etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nein, vielleicht nur... Wir haben einen seltsamen Fleck neben dem Turmfenster entdeckt. Genau da. Niemand weiß, woher er stammt. Wenn Sie erlauben, Sir, ich möchte jetzt gehen. Aber sicher. Ich wusste, dass Bates nicht verstehen würde, warum ich das tat. Aber ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas nicht. Ja, und du hast eindeutig Tomaten auf den Augen, denn selbst ich hab's gesehen. Ich brauchte keinen Bates. Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Das sollte ich irgendwie festhalten. Vielleicht mit einer Kamera? Tja, und hier haben wir erst keinen Schlüssel gefunden, aber jetzt mal mit Rechtsklick. Ich werde versuchen, raufzukommen. Tja. Manchmal glaube ich echt, Samuel will mich verarschen. Da ist etwas. Das ist der Schlüssel von meiner Schublade. Ach, so ein Zufall aber auch. Ich wusste, dass er irgendwo im Zimmer sein muss. Ja, und weil du dich ja erst geweigert hattest, da oben zu gucken, hat man gedacht, man braucht erst noch was. Aber sieh an, man brauchte doch nichts. Man braucht nur einen Rechtsklick. Müsste noch funktionieren. Doch. Es ist kein Film drin und meine Ersatzrollen sind zu alt, als dass sie noch funktionieren würden. Sie sind zu alt, um sie noch zu verwenden. Ja, vielleicht kannst du die Bibel gebrauchen. Meine Bibel. Okay, okay. Das heißt, wir müssen noch irgendwo Filme schaffen. Vielleicht kann Roberts ja helfen. Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Ich dachte schon, jetzt kommt die Sekunde ist um. Tschüss. Ich brauche einen Film für meine Kamera. Weißt du, wo ich einen bekomme? Tja, vielleicht drüben in Willow Creek. Aber warte mal. Ich glaube, ich habe sogar selber noch welche. Sie müssten eigentlich noch verwendbar sein. Kannst du mir einen geben? Gerne. Aber ich habe sie auf dem Dachboden, zusammen mit einigen alten Sachen. Aha. Sie sind in meiner Truhe. Sie steht gleich beim Eingang. Du kannst sie nicht verfehlen. Danke. Ich gehe und hole sie. Sicher. Nimm so viele Filme, wie du willst. Ich habe dafür keine Verwendung. Warum hast du dann welche? Ich habe mit Bates gesprochen. Warum lässt du ihn nicht in dein Arbeitszimmer? Hat er dir das erzählt? Weißt du, ich möchte einfach nicht dauernd gestört werden. Ich habe genug eigene Probleme. Und seine Unterwürfigkeit geht mir auf die Nerven. Was hast du? Nichts Besonderes. Ich habe nur im Moment sehr viel mehr Arbeit als sonst. Morris und Henry scheinen einander nicht zu mögen. Sie streiten sich zwar. Aber wenn sie einander nicht so oft begegnen, machen sie keinen Ärger. Mir sind aber ihre albernen Probleme ziemlich egal. Ach, wie nett. Morris sagt, dass Henry sehr viel trinkt. Das gefällt mir nicht, um ehrlich zu sein.
Mir auch nicht. Aber es war sonst keiner da, der seinen Job wollte. Das heißt also, wir müssen seine schlechte Gewohnheit ertragen. Außerdem hat er sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen. Bisher nicht. Richtig. Ich werde jetzt gehen. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Ja, immer gern, mein Guter. Ja, wir müssen ja in die Küche. Ja, leicht vergesslich bin ich inzwischen. Jetzt im unteren Garten müssen wir nicht, sondern in die Küche. Ach, da ist jetzt auch plötzlich Bates. Sieh einer an. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Super. Vielen Dank. Schauen wir mal, was wir auf dem Dachboden alles finden werden. Na geht doch. Ja, sieht doch ganz nett aus hier. Leere Bilderrahmen und anderer Müll. Nutzlos. Und das ist also Roberts Truhe. Na dann. Verflucht, sie ist abgeschlossen. Ach Mann. Roberts, du bist ein Arsch. Hier sehe ich nichts Besonderes. Naja, wir sehen uns trotzdem mal um hier. Alte Schriftrollen und viele Spinnweben. Da ist nichts Nützliches drin. Er ist ganz gut erhalten. Seltsam. Okay, ich würde mal sagen, da sehen wir schon einen Grund, warum wir den Hammer brauchen werden. Der Zugang zum Turm ist zugenagelt. Ich muss diese Bretter irgendwie loswerden. Das schaffe ich nicht mit bloßen Händen. Oh Mann. Ja, das macht es jetzt ein klein wenig nervig, dass man die Sachen erst dann einsammeln kann, wenn er sie braucht. Ständiges Hin- und Herlaufen. Meine Devise, lieber alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Irgendwann kann man alles...